Willkommen in Zipangu, oder besser gesagt in Japan, in Kyushu. Da sind wir momentan. Ich heiße dich herzlich willkommen. Wir haben letztes Mal eine wichtige Mission beendet, die Hauptmission. Und dieses Mal sind wir wieder dabei, wahrscheinlich eine Nebenmission anzufangen und sie dann im Schnelldurchlauf durchzuarbeiten. Ich zeige euch ein bisschen was davon und so weiter und so fort. Aber erstmal sind wir ja hier bei den Erinnerungen, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Die möchte ich gerne weiter vorlesen. Soweit es geht, Kappa. Das haben wir nämlich nicht letztes Mal gelesen. Wow, was hat das für einen krassen Panzer da hinten? Kappa sind winzige Yokai mit grüner Haut und einer tellerartigen Vertiefung auf dem Schädel. Da sehen wir sie. Auf dem Rücken tragen sie Schildkrötenpanzer. Normalerweise bleiben sie unter Wasser, können aber auch auftauchen und an Land gehen. Im Wasser sind Kappa schneller als Fische und man schiebt ihnen viele Untaten zu, wie etwa Kinder am Bein zu packen und unter Wasser zu ziehen oder Menschen ihre Shirikodama genannte Seele zu stehlen und sie als leere Höhle zurückzulassen. Also nicht unbedingt nett, diese Dinger. Ha, die treiben halt sehr viel Schabernack. Okay, den kennen wir schon. Einäugiger Oni. Oh, das ist ein einäugiger Oni. Der Vorteil, wenn man gegen den kämpft, ist, der muss sich mal das Auge auch wischen. Ein riesiger Oni mit einem einzelnen Auge. Mitten im Gesicht. Oni mit zwei Augen waren früher Menschen oder sind zumindest auf die eine oder andere Art aus menschlichen Abgründen entstanden. Einäugige Oni hingegen sollen die wilde, animalische Seite von Berggöttern und heimischen Geistern verkörpern. Okay, ja. So ein bisschen Zyklopen-Style eigentlich. Okay, und die haben wir auch schon gekämpft. Das sind diese Wände. Okay, keine Ahnung, was das genau ist. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Gitter oder Käfig. Egal. Nurikabe. Der Yokai, den man als Nurikabe kennt, nimmt die Form einer großen, lebendigen Wand an. Angeblich lieben sie nichts mehr als einfach dort zu stehen, wo eigentlich keine Wand sein sollte, um sich dann an der Verwirrung der Reisenden zu laben. Das ist ja noch nett. Wenn man sie in Ruhe lässt, bewegen sie sich nicht. Greift man sie eben an, können sie lange Arme ausstrecken, um wütend zurückzuschlagen. Sie bewegen sich zwar langsam, besitzen aber beachtliche Stärke und Ausdauer, was sie zu gefährlichen Gegnern macht. Ja, das stimmt, die sind sehr gefährlich, vor allem wenn sie Steine schleudern. Aber ansonsten machen sie einem eigentlich nichts, was ganz Cooles, wenn man sie in Ruhe lässt. Und Ryoki, den haben wir ja schon. Zweimal bekämpft. Und Hinoenma, scheinbar muss man hier jeden dreimal besiegen. Eigentlich ist sie ja nett, finde ich so. Ein Yokai in Gestalt einer jungen Frau. Der Name Hinoenma bedeutet wörtlich übersetzt fliegendes Unglück. Da man glaubt, dass die Hinoenma die Quelle jeglichen Unglücks oder Übels ist, man sagt, dass sie aus der zornigen Seele einer unschuldigen Frau geboren wird, wenn diese ohne Grund in der Hitze des Gefechts getötet wird. Ah, auch nicht so toll. Jetzt können wir mal ein bisschen näher ran. Wie ging das denn? Was? Wir können schon nicht näher an sie ran? Warum können wir denn nicht an sie näher ran? Das finde ich jetzt doof. Mal schauen. Okay, an die können wir jetzt auch nicht so krass ran. Ja, naja, so ist es halt. Egal, Schutzgeist-Illustration. Da haben wir ja zumindest einen weiteren, den Fuse-Uchi, letztes Mal kennengelernt. Den können wir tatsächlich auch benutzen, glaube ich. Fuse-Uchi ist ein Stiergeist, der Gläubige vor Unglück schützt. Rinder dienen den Menschen schon seit langer Zeit, indem ihre Kraft in der Landwirtschaft oder an anderer Stelle eingesetzt wird. Daher werden Rinder in einigen Kulturen nicht gegessen, sondern sogar verehrt. Wenn du den Bauch des Fuse-Uchi als Zeichen des Respekts streichelst, absorbiert er negatives Ki. Der große Kuroda Nagamasa schmückte seinen Helm mit einem Stierornament, der hoffte, so zu einem unbesiegbaren Krieger mit einem Herzen so sanft wie das des Fuse-Uchi zu werden. Sersha. So spricht man das aus. Sersha. Ich habe mich nochmal informiert. Sersha. Nicht Sascha, Sersha. Sersha. Ja, für alle nochmal. Sersha. So heißt sie. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Und das Charakterverzeichnis. Okay, das hatten wir. Achso,
Ja, okay. Oh, das ist neu. Hanzo trägt eine Katze in seinem Gewand, die er anstelle einer Uhr verwendet. Er liest die Zeit ab, indem er genau betrachtet, wie sehr die Pupillen der Katze geweitet sind. Diese Katze ist von einem Nekomata besessen, einem extrem langlebigen Schutzgeist. Da Hanzo aber keine Geister sehen kann, ist ihm dies nicht bewusst. Lustig. Ah, da gibt es noch ein paar Einträge. Okatsu. Die haben wir jetzt letztes Mal auch kennengelernt. Die niedliche Okatsu mit ihren Haarnadel-Wurfgeschossen. In diesem hübschen blauen Kimono. Wirklich hübsch. Katsu ist eine weibliche Ninja oder Kunoichi. Unter dem Befehl Hattori Hanzos. Wie Hanzo ist auch sie im Iga Ninjutsu geschult. Sie begleitet William auf seiner Reise. Kunoichi sind ebenso geschickt als Krieger und Spione wie männliche Ninja. Doch haben sie den Vorteil, dass sie sich auch als hilflose Frauen tarnen können, um ihre Opfer in Sicherheit zu wiegen. Auf der Suche nach Informationen können sie sich gut als Dienstmagd verkleiden und so in Haushalte einschleichen. Katsu hat jeden Aspekt des Ninjutsu gemeistert. Okatsu. Achso, ich verstehe gar nicht, warum sie dann Okatsu... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so noch eine Ehrenbetitelung ist oder sowas. Katsu hat jeden Aspekt des Ninjutsu gemeistert und soll selbst ihrem Lehrer Hanzo in nichts nachstehen. Was sie zu einer wichtigen Persönlichkeit macht. Ich dachte, die wäre Magierin, aber scheinbar ist sie auch Ninja. Naja, okay. Und da haben wir den Kuroda Nagasama. Nagamasa. Verdammt, ich hasse das, wenn ich das falsch sage. Naja, egal. Kuroda Nagamasa, manchmal auch Kichibei genannt, war ein General des Toyotomi-Clans. Als Sohn von Kuroda Kanbei wurde Nagamasa... Also man sieht immer, dass der Nachname im Japanischen oft als erstes vorkommt und dann der Vorname, weil Kuroda heißt er ja auch. Aber sein Vorname ist eigentlich Nagamasa. Aber das sieht man ganz oft auch in Animes, glaube ich, und so, dass zuerst immer der, oder sehr oft der Nachname quasi, also bei uns der Nachname genannt wird, als Bezeichnung. Ja, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. Also, als Sohn von Kuroda Kanbei wurde Nagamasa im Kindesalter als Geisel und Pfand in die Obhut von Hideyoshi gegeben. Als Kanbei von feindlichen Truppen gefangen genommen wurde, verdächtigte ihn Oda Nobunaga des Verrats und befahl Nagamasas Tod. Nur das schnelle Eingreifen Takenaka Hanbeis rettete damals sein Leben. Als er volljährig wurde, machte sich Nagamasa einen Namen, indem er gemeinsam mit seinem Vater in der Schlacht von Shizugatake und bei der Eroberung von Kyushu für Hideyoshi kämpfte. Als Truppenführer an vorderster Front widersprach seine Ansichten oft jenen von Ishida Mitsunari, der die Unterstützung von hinten organisierte. Aus diesem Grund und weil er vermutet, dass sein Vater nur wegen übler Nachrede Mitsunaris das Vertrauen des Fürsten verloren hatte, hegte er einen Groll gegen Mitsunari. Das ist interessant, weil ich glaube schon, dass das schon zur japanischen Geschichte hier gehört. Auch wenn jetzt hier wahrscheinlich nicht zwangsweise... Also es ist ja eine alternative Geschichtsschreibung hier, aber ich glaube, das bezieht sich schon sehr zu der eigentlichen Geschichte. Und dann haben wir noch den Kanbei. Kuroda Kanbei ist ein General des Toyotomi-Clans. Sein wahrer Name ist Kiyoaki und gegen Ende seines Lebens nahm er den Namen Yoshitaka an. Er ist der Vater von Kuroda Nagamasa und dient Hideyoshi als Stabsoffizier, der ihm auf dem Schlachtfeld assistierte. Nach dem Zwischenfall bei Honnoji fand Hideyoshi sich in einer schwierigen Position. Kenbei leitete dabei einen massiven Rückzug, der als Rückfall von
Chugoku und die in die Geschichte einging. Solche und ähnliche Leistungen brachten ihm den Ruf eines unvergleichlichen militärischen Strategen ein. Hideyoshi hingegen war immer zögerlich, Kenbeis Talent anzuerkennen und verdrängte ihn daher immer mehr aus dem Zentrum der Macht nach Kyushu. Als junger Mann war Kanbei von einem feindlichen Clan gefangen und eingesperrt worden. Sein Körper hat sich nie vollständig von diesen Strapazen erholt. Seit Lebens muss er am Stock gehen und sein körperlicher Zustand war nie gut, aber seine Ambitionen, das ganze Land zu beherrschen, blieben bestehen. Daher hat Kanbei stets ein reges Interesse an allen aktuellen Ereignissen. Der hat ja auch da irgendeine Art Mal im Gesicht. Finde ich. Ja. Kanbei beobachtet jeden Wechsel in der gesellschaftlichen, politischen Gefügen und weiß viel über andere Länder. Er zeigte keine Scheu, als er auf William traf, auch wenn Ausländer damals in Japan ein höchst ungewöhnlicher Anblick waren. Er war es auch, der vorschlug, dass William sich Anjin, Navigator, nennen soll, da sein echter Name für die Japaner zu schwer auszusprechen sei. William, so ungefähr. Kanbei beobachtete William weiter aufmerksam. Er kannte in ihm das Potenzial, das Land der japanischen Geschichte zu beeinflussen. Den Lauf, nicht das Land, aber das Land auch wahrscheinlich. Die Geschichte von Nio, ja, das sind halt diese ganzen Sequenzen, die wir hier haben. Das ist übrigens euch Oda. Das ist Oda. Wenn ich das nicht mehr richtig gesehen habe, geht es ja darum, diese zwei Hideyoshi und eben Oda, Nobunaga, sowas in der Art, so heißt er. Die haben sich ja damals bekämpft. Ja, was ist noch passiert jetzt? Ich habe ein bisschen meine Ausrüstung noch verbessert, nur so nebenbei. Ich habe jetzt das Handrohr ausgerüstet. Ich weiß gar nicht, was das genau für eine Waffe ist. Das macht ordentlich Rabatz auf jeden Fall. Dann habe ich ein Seelenbild davon gemacht, damit das hier besser ist. Und habe ich noch was geändert? Ich habe jetzt diese Stiefel hier an. Ja, ich habe festgestellt, genau, ich habe das hier angelegt. Ich habe festgestellt, dass Blau besser ist als Gelb. Und irgendwie weiß ich nicht, warum ich das vorher nicht wusste. Ah, seht euch das mal an. Hm. Sprint erhöhen. Ach, das ist auch eine schwere Rüstung. Okay. Ja, ist egal. Wir lassen jetzt mal die an, die wir anhaben. Es sei denn, wir können das vielleicht noch irgendwann mal anders machen. Egal. Das war das. Das habe ich gemacht. Dann habe ich gerade noch ein bisschen Amrita verbraten. Gegenstände wollte ich gar nicht rein. Fähigkeiten erlernen wollte ich gucken. Hatten wir jetzt noch Punkte? Ich glaube nicht genug, oder? Weil ich wollte hier eigentlich die Meisterschaft hier machen. Angriff und mit Nahkampfwaffen plus 2 wird eine stärkere Version einer Fähigkeit erlernt. Ersetzt diese die vorige Fähigkeit. Weil wir haben hier so ein bisschen was gelernt. Ich weiß, das sind halt Sachen, die wir nicht benutzen, weil wir nicht hohe Haltung haben, zum Beispiel. Schlangenschlag. Der geht nur bei der hohen Haltung. Kraftfluss. Ja, ich mach halt eben den Wechsel nicht. Das ist das Problem. Sommerzwielicht. Schnitter. Ja, den können wir. Ich glaube, bei allen Kampfleistungen. Deswegen, ich mach mal den hier, damit wir den gelernt haben. Dann sparen wir uns die Punkte für den nächsten. Und dann gucke ich nochmal kurz bei Ninjutsu. Da haben wir aber nicht genug Punkte, um großartig viel mehr zu machen. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Hier haben wir keine Punkte. So. Gut, das war das. Ich glaube, mehr müssen wir nicht machen tatsächlich. Auszeichnungen. Genau, ich werde mich jetzt hier in die Mission stürzen, in diese Nebenmission in Flammen gehüllt. Und da können wir nochmal, das habe ich glaube ich letztes Mal schon gelesen, aber die würde ich dann machen. Moment, bevor ich das mache. Ich gehe nochmal kurz hier in den Schrein rein. Weil ich jetzt nicht weiß, wegen Stufenaufstieg, ob wir jetzt genug Punkte haben. Ja, haben wir. Ja, dann mache ich einfach auf Geschicklichkeit. Ich gehe mal auf Fähigkeit. Mal, zack. Wird schon gut gehen. Genau.
Okay, das haben wir gemacht. Dann wollte ich gucken, wir könnten jetzt theoretisch den Schutzgeist wechseln. Wir können aber mal gucken, was er macht. Geisterschutz 20%. Ausweichen, Ki-Reduktion macht er. Der gibt einem dafür mehr Leben. Und ja, Giftschaden können wir dann besser machen. Benötigter Geist 7. Giftschutz, der andere gibt uns mehr Glück. Benötigter Geist, bla 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 bla. Lebensregeneration, ja, Ausrüstungsbilanz. Belebte Waffe steht da nochmal. Angriffsverstärkung nur auf plus 5%. Erde statt Wind. Es wäre natürlich cool, wenn wir da mal hin und her wechseln können. Komm, wir probieren den einfach mal aus. Jetzt bei der Nebenmission. So, das war das. Dann wollte ich nochmal Kodama-Segen gucken. 3%. Ja, ich habe aber schon gesagt, dass ich da erstmal so dran bleibe. Egal. Okay, jetzt habe ich schon wieder zigtausend andere Sachen gemacht. Und den Waffenschmied wollte ich nochmal kurz Dialog gucken. War noch dein Name Anjin? Ich versuche mir das zu merken. Du musst von weit her kommen. Du brauchst bestimmt viele Sachen. Lass dir Zeit. Ja, das haben wir schon alles eigentlich fest gelernt. Ja, irgendwie großartig sprechen tut sie nicht mit uns. Genau, ich opfer zurzeit halt noch sehr viel von den Waffen, damit ich da auch noch Auszeichnungen bekomme. So, und jetzt machen wir in Flammen gehüllt und los geht's. Erinnerst du dich an das Dorf, Meister Hanzo begegnet bist? Dort scheint es nun geheimnisvolle neue Macht am Werk zu sein. Der Dorfälteste sagt mir, das ganze Gebiet sei wie ein Höllenschlund. Bitte kehre in das Dorf zurück und rette es, bevor noch Schlimmeres passiert. Dieses arme Dorf, ey, das tut mir echt leid. Es wird hier voll gebeutelt. Und wieder sind wir da. So, da sind wir. Wie gesagt, ich wollte eigentlich eine andere Waffe ausprobieren. Das machen wir jetzt mal. Wir kommen jetzt wieder von hier hinten. Komm, dann nehmen wir mal ein bisschen hier Zeug mit. Und wir sehen irgendwie, das finde ich ganz cool. Die Leute machen sich halt Gedanken, dass sie hier immer wieder mal ein bisschen was anders machen, dass wir andere Wege hier haben und so weiter. Finde ich nice, dass sie das hier machen. Wie gesagt, ich schaue mich ein bisschen nur um, was uns jetzt hier erwartet. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber ich nehme mal an, dass wir das erste Mal hatten wir normale Menschen. Und jetzt werden wahrscheinlich alles voller Dämonen oder Yokais hier sein. Okay. Na? So, kleine Geiststeine. Deswegen, ich weiß nicht. Mal schauen, ich bin gespannt, was wir hier so alles, wem wir hier begegnen werden. Weil da kommen wir nicht durch, beziehungsweise könnten wir, aber da verbrennen wir uns die Fingerchen. Ah, seht mal. Ich kann ja mal gucken, was ist dieses Handrohr? Mit was schieße ich da dann überhaupt? Boah, das Ding ist bestimmt fetzig. Bam! Ja, es ist fetzig. Sehr fetzig sogar. Ja, Beherrschung des Katanas. Mit dem müssen wir halt auch lernen. Benutzen mit allem meistens die niedrige Handlung. Handlung. Ah, guckt mal, hier ist auch ein Yokai. Hoi! Hoi! Der ist ja gar nicht davon beeindruckt. Jawoll! So, wie gesagt, ich level jetzt hier so ein bisschen. Und wenn es was Cooles gibt, werde ich das euch einblenden. Ansonsten renne ich hier mal durch. Achso, da oben geht es gar nicht weiter. Nope, da kommen wir nicht durch. Reiseamulett nehmen wir mit.
Was zum Teufel war das? Was ist das denn? Also, es macht eine Feuerspur. Ich kann ja mal drauf schießen. Gucken, was dabei rauskommt. Okay. Okay, shit, das weiß genau, wo es hingeht. Shit! Was ist jetzt passiert? Ich weiß es nicht. Folgt es uns noch oder was ist. Was. Nee, da fährt es immer noch hin. Oh, verdammt, wir haben keine Munition mehr dafür. Boah. Das haben wir echt schlecht gemacht. Nervbeutel. Also, keine Ahnung, gegen was ich da gerade gekämpft habe. Das war ein ganz komisches Ding, was sich da sehr, sehr viel rumgedreht hat. Also, ich komme da oben nicht durch. Das heißt, ich bin hier quasi in diesem Bereich, naja, gefangen, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt hier nochmal rein. Vorsichtig natürlich. Wir wollen hier nicht irgendwo ins Feuer rennen. Wir haben jetzt unseren Büffel auch freigeschaltet. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen uns an den reinschleichen, dann Dreieck drücken. Dann können wir von hinten einen Schleichangriff machen. Das würde ich gerne ausprobieren. So. Das haben wir auch. Wie gesagt, wir müssen einfach unser Schwertchen ein bisschen mehr ausprobieren. Hallo, hier bin ich. Trottel! Entschuldigung. Das ist einfach nur zu witzig gerade gewesen, wie der einfach runterfällt. Okay, noch einen geschafft. Ich gehe mal besser hier rein, weil der Typ da oben wirft die ganze Zeit mit Pumpen nach mir. Und dann gehen wir hier mal rüber. Ich weiß halt nicht, was ich hier... Was zum Teufel war das? Meine Waffe brennt? Ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst davor eigentlich, ehrlich gesagt. Verbrennt meine Waffe?
Ich brenne hier relativ gut, stelle ich gerade fest. Was ich nicht so cool finde, ehrlich gesagt. Ah, Mission ist abgeschlossen. Okay, cool, wusste ich nicht. Kann ich denn jetzt hier noch irgendwas machen oder bin ich fertig? Also wir mussten nur diese brennenden Dinger besiegen. Scheinbar. Jetzt können wir die Mission einfach beenden, wenn wir das möchten. Ich möchte aber eigentlich noch gar nicht. Aber auch noch nicht. Können wir noch kämpfen? Nee, können wir nicht mehr. Wir können nur noch einsammeln. Okay, Wassertopf. Okay. Und das war's. Ja, ich hab ja größtenteils alles gemacht. Ging ganz gut. In Flammen gehüllt. In Flammen gehüllter Yokai? Wer hätte so etwas erwartet? Danke für deine Hilfe. Der Dorfälteste war so dankbar, dass er es kaum in Worte fassen konnte. Obwohl... Als er ging, murmelte er etwas davon, dass mehr Opfer nötig seien. Das hört sich nicht gut an, dieses Dorf. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist mit diesem Dorf. Auf jeden Fall haben wir die Aufgabe erfüllt. Es ging ganz gut. Wir haben ein paar neue Gegner gesehen. Nicht den, nicht den. Ah. Ein Onibi. Onibi sehen aus wie fliegende Feuerkugeln. Sie entstehen, wenn sie elementare Kraft von Feuer, Wasser, Wind, Blitz und Erde sich mit dem Willen einer toten Seele vereint. Sie sind nicht zu verwechseln mit den Hitodama genannten Seelen, die weiter brennen, wenn ihr Körper nicht mehr sind. Bei Onibi handelt es sich einfach nur um Yokai. Okay. Das wissen wir. Den auch, den auch. Auch. Gegen das haben wir gekämpft. Ja. Radmönch. Okay. Ein Yokai, der einem Rad mit einem gigantischen Gesicht ähnelt. Das Rad ist groß genug, um es für einen Ochsenkarren zu verwenden. Das Gesicht hat eine gewisse Bewegungsfreiheit und kann kurz vom Rad springen, bleibt aber immer an den Haaren damit verbunden. In Flammen gehüllt und schrecklich zeternd rollen sie durch das Land. Das Gesicht gleicht einem Besucher aus einer fremden Welt und erfüllt die Herzen aller, die es erblicken, mit Furcht. Ja, aber echt, ey. Das ist echt gruselig. Ja. Mehr haben wir nicht, aber es reicht ja auch. Dann will ich mal kurz gucken. Wir haben Waffen bekommen? Irgendeine neue Waffe? Bis auf die... Mikuzaki Kusarigama. Das hört sich zumindest nicht schlecht an. Angriffsschaden. Ki-Reduktion, Verteidigung von starken Angriffen. Tiefe Haltung. Das ist super. Tiefe Haltung benutzen wir ja ganz oft. Und das macht tatsächlich auch am meisten Schaden. Von den Waffen, die wir haben. Und es ist eine Sichel mal. Statt so eine... Ja, so eine... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ansonsten haben wir halt noch ein paar mehr Waffen bekommen. Aber wir haben hier schon unsere besten rausgewählt. Ja, das ist alles für den Müll. Sozusagen Kopfbedeckungen. Ich glaube, wir brauchen auch keine neue. Wir haben jetzt zwar hier noch was gefunden... Müssen wir eigentlich alles wieder in die Tonne stopfen. So, ja. Wir tragen teilweise schon das Beste, was wir tragen können. Obwohl, das ist, glaube ich, eine Überlegung wert, ob wir das einfach uns die Stiefel anziehen. Weil die sind eh besser. Wiegen zwar ein bisschen mehr, aber
Naja, macht keinen so großen Unterschied. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Blitzschutz, Wasser, Feuer. Na, Feuer brauchen wir jetzt nicht. Wasserschutz. Egal, wahrscheinlich lasse ich das erstmal. Und der gibt uns einen generellen Schutz vor allem, so ein bisschen. Okay. Nein. Dann können wir noch mal ein paar Geistersteine benutzen. So, dann müssten wir eigentlich auch genug Sachen haben. Ich werde jetzt vielleicht noch ein paar Sachen opfern. Genau, ich opfer mal ein bisschen noch was. Da bringen. So, ich habe geopfert. Jetzt gehen wir wieder in den Stufenaufstieg hinein. Ich mache trotzdem jetzt meine Geschicklichkeit auf 22, weil das cool ist. So. Für so Nebenmissionen, glaube ich, wird das in Ordnung sein. Und ich wechsle wieder meinen Schutzgeist. Irgendwie ist mir der lieber, weil der macht diesen komischen schönen Luftwirbel nach oben. Wo wir dann, ja, ein bisschen Ruhe haben. Ach so, warum habe ich denn aufgehört zu steigern? Verstehe ich gerade auch nicht. Ja, dann machen wir nochmal Fähigkeit. Ein Punkt. So. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Dann machen wir Auszeichnungen, Titelliste. Ich glaube, war das hier mit den Waffen oder war das hier Schwertkämpfer? 8% Speerkämpfer. Ach so, wir müssen verschiedene. Ja, ja. Doppelschwert, Axtkämpfer. Weil hier haben wir schon fast das auch zu Ende gemacht. Deswegen, ich bin da jetzt gerade ein bisschen am versieren, weil wahrscheinlich ich in der Hauptmission eh eine andere Waffe benutzen werde. Aufbold. Wir haben auf jeden Fall ein paar von den Sachen gefunden. Ja, da gibt es noch Hauptsache. Ganz schön viele Sachen. Ich mache jetzt nochmal Fähigkeit erlernen. Da hatten wir auch ein paar Punkt 10. Alleine nur, weil wir es benutzt haben, ne? So, jetzt mache ich nämlich das. Und dann kann ich endlich das hier mal. Ah, das geht nicht. Dafür müssen wir eine spezielle Mission erst beendet haben. Okay, wusste ich nicht. Schattenschlag, passiv. Steigert den bei Gegnern verursachten Schaden von hinten um 6%. Ja klar, mache ich gerne. Schattenschläge sind meine liebsten Schläge. Und wir haben, sind schon wieder auf 0. Krass, ey. Es geht zu schnell weg, das Ganze. Und damit es nicht noch schneller weggeht, werde ich jetzt diese Folge auch beenden. Ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es mit den Nebenmissionen weitergeht. Bis dahin, cheerio, euer Jamui beim Moomotsmo. Bye, bye.